Oder doch nicht? Ich will die scannen. Der Scanner, der beste Freund der Constellation. Ja. Guck mal, 75%. Cool, oder? Einen müssten wir jetzt vielleicht noch. Haben wir hier noch einen? Da rennt ein Ashton hinterher. Den haben wir. Au! Oh, 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 okay, das fanden die nicht so witzig. Sorry! Ich hab nur gescannt! Lass das! Ich scanne doch bloß. Okay, die haben wir auf 100%. Nice. Ganz ruhig. Ich will euch nur scannen. Im Gegensatz zu einem Ashton. Der will euch fressen. So, da ist es da. Unbekannt. Nee, unbekannt wollen wir jetzt nicht. Wir folgen jetzt einfach der Quest. Parser hinzugefügt. Furchtlos. Okay. Wir müssen sie ja nicht alle erschießen. Oder uns mit denen anlegen. Kann ich hier hoch? Ich versuche es mit einem Booster wahrscheinlich. Ist das dann, das ist ein Ashton-Nest oder was ist das dann? Das leere Nest entdeckt. Shore-Banden-Roboter. Okay, es ist die Shore-Bande. Hol das Artefakt. Ui, ja. Da kommen wir aber nicht einfach so mal eben rein. Also ich befürchte, da werden wir gegen die Shore-Bande kämpfen müssen, ne? Oh, ich will Sams Gewehr haben. Das sieht echt sehr, sehr gut aus. Erstmal heilen wir uns noch ein bisschen. Ich habe immer noch nicht so das Ultimative an Waffen für mich gefunden. Das ist der Cutter. Dann habe ich die hier. Das ist eine Schrotze. Hä? Habe ich auf der 5 gar nichts? Moment, ich muss mal eben ganz kurz gucken, was ich noch dabei habe. Nee, tatsächlich nicht. Ich brauche noch. Ich habe immer noch keine richtig vernünftige Waffe, mit der ich soweit zufrieden bin, ne? Was müssen wir denn momentan überhaupt machen für die ganzen Zertifikate? Kampfmäßig. Pistolenzertifikat habe ich. Habe ich schon gemacht. Okay, gut. Das habe ich auch schon gemacht. Das habe ich auch schon gemacht. 5 Schlösser. Führe 10 Boost-Pack-Sprünge im Kampf aus. Oh, ja, das könnten wir jetzt perfekt machen, aber da muss ich richtig gut speichern vorher. Überzeugen haben wir auch schon gemacht. Das fehlt mir noch. Sprinte 2500 Meter, während du mindestens 75% deiner maximalen Tragekraft. Das haben wir ratzfatz voll. 200 Schaden, okay, gut, 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 gut. Ja, ich weiß, dass ich einen Skillpunkt habe. So, dann bleiben wir, glaube ich, erstmal bei der hier. Okay, lass uns mal gucken. Das sind aber noch ein paar mehr, ne? Lungenschaden erlitten. Wow, danke schön. Ich mache überhaupt keinen Schaden. Ich mache überhaupt keinen Schaden. Ja, ich habe ein Leiden. Ist gut jetzt. Es nützt mir jetzt gerade nichts. Ich muss dich leider fertig machen. Ja, mach ihn fertig.
frage mich gerade, ob wir das auch mit dem Schiff machen könnten. Mich hat's am Kopf erwischt. Ich sehe ganz verschwommen. Nein, nein, nein. Wir wollen jetzt mal nicht beleidigen. Doch, bleib ruhig beleidigt. Alles gut. Wir machen erstmal den Roboter weg, würde ich sagen. Husten, aha, toll, danke. Kann ich jetzt nicht gebrauchen, Husten. Lass mal. Heute bereist ja ganz schön die Waffe, ne? Wir haben noch nichts Perfektes gefunden. Einen nach dem anderen hauen wir jetzt weg, ist mir egal. Ja, die verreißt immer ziemlich die Waffe. Du bist das die ganze Zeit, der mich von der Seite beschießt. Die Sprüche, die jetzt die ganze Zeit abwärts, na. Muss mir nicht imponieren, Sam. Oh, wie diese Waffe einfach nichts taugt. Ich könnte sie auch genauso gut schmeißen. Ist das explosiv? Ja. Man stellt sich aber auch nicht neben einen Tank, ne? Wo ist die andere? Was? Wo ist denn da? Da ist doch noch irgendwo jemand. Von der Schaubande. Warte, da kommt der Schuss. Ja, ah, ich hab dich gesehen. Ich hab Mündungsfeuer gesehen. Ja, hast du jetzt auch Schaden gekriegt? Oh, da ist eine Mine. Boost Pack Training, sorry. Jetzt warten. Ja, ich sag ja, nicht neben explosiven Behältern, ihr Lieben. Ihr lernt aber auch nicht, ne? Hallo, Kuckuck. Meine Augen! Möchte deine Augen! Hinter mir ist einer. Oh, du Ratte! Wir tun, was wir müssen, oder? Ja, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Mit uns anlegen? Ha, da ist einer. Zwei. Oh, ich habe keine Muni mehr. Moment. Nicht so. Gott sei Dank hat er eben gerade nicht auf mich geschossen, während ich ihm gestanden und nachgeladen habe. Okay, pass auf, ich habe irgendein Leiden. Gesundheit, Status B. Habe ich gerade irgendwas dabei? Oh, wow, jetzt laggt es gerade ganz gewaltig. Statuseffekte, du hast ein Leiden. Nimm das entsprechende Heilmittel, um dich zu heilen. Öffne dein Inventar und suche in der Kategorie Hilfe. Ich habe doch ein... Warum? Ich habe doch alles dafür. Ich habe doch einen Helm und alles Mögliche. Okay. Ja. Empart, Selbstzweifel, verringerte Chance auf kritischen Treffer, verringerte Erfolgschance bei Überreden, Herausforderung. Och, komm. Das ist aber ja auch so ein Ding, ne? Okay. Ich muss anscheinend...
Ach, gib mir ein Heilmittel. Du hast ein Item, das ein Leiden heilen kann, das dich momentan plagt. Suche in der Kategorie Hilfe nach Symbolen, die zu einem Leiden im Abschnitt Statuseffekte der Statusmenüs passen. Okay. Hilfe. Ich brauche... Was brauche ich? Das heilt aber nicht, ne? Oh, lass mich noch mal ganz kurz in die Statuseffekte, wenn ich jetzt auf B gehe, ne? Ist das doch sogar das Richtige? Aber das heilt nicht. Lungenschaden, sporadischer Sauerstoffschaden und Objektlokalisierung. Aha. Wäre es nicht einfacher, wenn es einfach angezeigt werden würde? Ui. Entzugserscheinung. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich nehmen muss während des Kampfes. Großartig. Antibiotika. Behandlung von Heilinfektionen. Ist ein Lungenleiden, ist doch eine Infektion, oder? So, heilt das jetzt? Dich vermisst niemand. Oh, hallo, Credit Sticks. Na? Durch die Wand durch, natürlich. Ist doch wohl nicht wahr. Ja, nützt es dir auch nichts, einfach wegzulaufen. Das ist Sam. Hier ist aber noch jemand. Da ist noch jemand. Wir haben Besuch. Min. Was? Das sollen wir nicht Cora erzählen, dass die Shaw-Bande uns umbringen wollte? Da können wir ja nichts für. So, ich würde sagen... Ah, nee, wir finden ja erstmal... Lass uns erstmal eben... Oh, wir kriegen neue Gewehre. Supi, ich freue mich. Wir machen mal eben ganz kurz das, wonach wir suchen sollten. Das ist ein Geschütz. Schmuggler sind oft einfach arme Schlucker. Warum also nicht leben und leben lassen? Die Shaw-Bande? Meinst du? Können wir machen, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir angefangen. Ach, ist kaputt. Können wir machen, aber die hätten uns, glaube ich, nicht freiwillig hier reingelassen. Der Schutz deines Anzugs ist erschöpft, du erleidest Umgebungsschaden. Warum? Was ist denn hier? Ich verstehe das gerade nicht. Wir gehen ins leere Nest. Ist egal. Ich suche mal eben das, wonach wir suchen. Schutzregeneration. Ah, okay, weil wir draußen sind. Wir sind dem ausgesetzt gewesen. Alles klar. Gut, wir können gerne versuchen, vorbeizuschleichen, wenn du sagst, das geht. Aber ich glaube nicht. Ne? Also Sam, irgendwie müssen wir mit zweierlei Maß, ne? Wir können sie auch... Der hat gesagt, das ist mir zu viel, ich bin weg, ne? Ja gut, dann haut er ab, dann rennen wir jetzt den nicht mehr hinterher. Wenn wir die damit verjagen können, weil sie keinen Bock haben, immer her damit. Jetzt kann's losgehen. Ich höre nichts. So, haut der ab oder schießt er weiter auf uns? Das ist ihm die Chance, ne? Also, gut, der nächste. Okay, das war ich jetzt aber nicht. Das, jetzt hast du gerade den letzten Rest gemacht.
War das Elvi? Nee, das ist Effi Funzel war es, ne? So, Effi Funzel. Besser, wir haben das als jemand anders. Richtig. Okay, er haut nicht ab. Das war jetzt die Möglichkeit, noch abzuhauen. Ich sehe nichts. Aber wenn sie nicht abhauen, hauen sie nicht ab, dann kann ich es nicht ändern. Cora hat wie verrückt Steine gesammelt, als sie so 8 war. Jetzt nicht mehr. Mhm. Was ist das? Nickel. Mit der Waffe komme ich aber nicht weit. Die Schrotze ist, glaube ich, ich bleibe bei der jetzt erstmal eben. Ja. Es sieht genauso aus. Aber nicht, dass ich gleich wieder umkippe und nichts mehr machen kann, ne? Ich nehme es einfach. Sehr gut. Okay. Ja, alles in Ordnung. Ja, es war besser als beim ersten Mal. Okay, ich sag mal so, wenn jetzt hier nichts... Wir haben jetzt das nächste Artefakt. Ich muss mich erstmal an die Umweltbedingungen, dass wir darunter dann doch so extremst leiden, gewöhnen. Ich würde sagen, ich loote erstmal alles, was das Zeug hält, ja? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, was ist die Aufgabe, damit ich euch das gleich auf den Weg geben kann, wo wir uns ungefähr wiedersehen. Das leere Nest, ne? Wir haben das Artefakt, Zeit für uns. Achso, wir sollen zur Loge zurück. Ich würde sagen, wenn wir dann ins Raumschiff steigen, sehen wir uns wieder, weil ich dann kann hier noch ein bisschen looten und machen und tun. Und dann würde ich sagen, ja, dann sehen wir uns da wieder. Zur Not sehen wir uns vor der Loge wieder. Es sei denn, es passiert irgendwas. Dann natürlich, dann solltet ihr daran teilhaben können und dürfen. Dann sage ich erstmal bis hierhin vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und macht's gut, ihr Lieben. Ja, was soll ich sagen? Da passiert doch jetzt so irgendwas. Wir sind jetzt rausgekommen aus der Höhle. Ich habe alles Mögliche mitgenommen. Ich konnte inzwischen ein Leiden heilen, aber das zweite kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Da brauche ich, glaube ich, Membran für, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das habe ich nicht. Und ja, kaum kommen wir raus aus dem leeren Nest. Wer ist denn das? Kriege ich die überhaupt gescannt? Sure. Ja, toll, jetzt habe ich meinen Husten wieder. Herzlichen Dank. Das reicht. Ich will Akilas verlorenem Sohn kein Loch in den Kopf schießen. Jedenfalls nicht, ohne vorher zu plaudern. Du musst Shaw sein. Ich bin vor allem enttäuscht. Da treffe ich Sam Coe und er guckt mit den Losern von der Constellation durch das Grenzland. Aber du hast es an meiner Crew vorbeigeschafft, die ich übrigens sehr gut bezahle.
Ihr habt was aus der komischen Höhle geholt. Wahrscheinlich das, was die Ash da weggehalten hat. Also fehlt mir jetzt ein Versteck. Reden wir darüber, was mir das alles wert ist. Och, nö. Eure Leben, das kannst du aber vergessen. Eure da bin ich. Credits. Ja. Eins von beiden. Nein. Egal. 4000 Credits? Nein. Gewalt ist nicht nötig. Wir können auch eine Lösung finden, aber ich bezahle nichts. Ach, wirklich? Dann lass mal hören. 3 Züge, 6. Das ist eine große wissenschaftliche Entdeckung. Lass uns gehen und euer Name schreibt Geschichte. Ich versuche es erstmal ganz dreist. Oder? Oh, ja, mein Husten. Oder? Ja, wir versuchen es. Vielleicht können wir daran appellieren. Sie scheint ein bisschen klüger zu sein. Hm. Schaubande mal woanders lesen als auf einem Fahndungsplakat. Klingt gut. Lungenschaden verschlimmert. Super. Ich hoffe, die haben hier einen Arzt in Aquila City. Verschwendet, bevor ich es mir anders überlege. Ich will aber vorher noch alles wegloten, ne? Also, ich war hier noch nicht fertig. Bist du tot? Was? Das sind die Ashtar! Du, das ist deine Schuld. Hilf uns gefälligst. Naja, ich weiß nicht. Ich geh looten. Mist. Wir ziehen uns zurück! Zurückziehen! Du bist da gerade im Weg. Wenn ich da jetzt schieße? Oh, die Waffe ist echt cool. Jetzt sind sie sauer auf uns. Okay, so viel dazu. Ich habe gesagt, geh aus dem Weg. Wir können die Ashtar das auch machen lassen. Geht auch. Aber ich kann nicht warten. Oh mein Gott, das ist ja cool, die Waffe. Wir bringen dir jetzt mal Manieren bei. Die Waffe ist ja mal mega. Okay, die mag ich. Die Waffe ist ja mal genial. Nimm dieses und jenes. Tja, schau, wir hätten Freunde werden können, aber leider mussten deine Leute vor einem Exklusivkanister. 1900 Credits. Nimm alles mit. Nimm alles mit, vielen Dank für diesen Loot. Nimm alles mit, wenn hier so viele Explosivkanister rumstehen haben, da kann ich da echt nichts mehr für, ne? Und ich wusste nicht, dass das hier ein Granatwerfer ist. Schwarz Bodyguard. Oh, ein Zementmischer, der auch genauso aussieht wie die ursprünglichen Zementmischer. Ja gut, ich hab dann wahrscheinlich jetzt... Okay, da muss ich jetzt vielleicht doch da 2 Folgen draus machen. Weil das gehört ja jetzt irgendwie dazu. Aber ich denke mir mal, das Looten brauche ich euch jetzt nicht mehr anzutun. Ne? Also wir gehen jetzt hier nochmal durch alles durch. Ich guck mal, dass ich... Blei. Ich guck vielleicht mal, dass ich hier einen Arzt finde, damit ich mein Leiden loswerde. Und dann wünscht mir fröhliches David Copperfield. Wir lesen die Bücher noch im Nachhinein. Wünscht mir im Nachhinein noch gutes Looten und dann hoffentlich jetzt aber. Bis zur nächsten Folge. Jetzt aber. Bis dann. Ihr könnt abschalten. Ihr verpasst nichts. Doch, ihr verpasst das Looten. Jetzt habe ich eine Sukkulente mitgenommen. Das wollte ich nicht. Metabolikum. Metabolikum brauche ich. Das ist es. Jetzt bin ich aber schon wieder mit was anderem irgendwie. Och, das Krankheitssystem, ja, ich weiß, es ist was Besonderes, aber Metabolikum? Nee, warte. Das war der Injektor mit Metabolikum. Das muss ich, glaube ich, basteln. Kann das sein? Ja. Mist. Wir sind gleich wieder überladen. Neue Items. Wo ist es denn jetzt gerade? Metabolikum. Häufig organische Ressourcen dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Ja, da müssen wir es wahrscheinlich noch herstellen. Okay. Gut, dann könnt ihr aber jetzt abschalten. Wir holen den anderen Kram, holen wir nach. Ich bin gleich eh überladen und brauche eine ganze Weile, bis ich wieder zurückgekrochen komme. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.
Brauchst du das alles? Aber sowas von. Autsch. Ich brauche alles, ich brauche alles und zwar sofort. Ich loot hier alles weg, was nicht. Keine Ahnung. Nice money makes the world go round. The world go round, the world go round. Hier waren wir auch nicht fertig. Oh, Crack Sticks. Cool, 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 cool. Sofa. Ein Fernglas. Funktioniert das? Alkohol? Nee, ist Schnapskrug. Nur ein Schnapskrug. Toast. Das kann man eigentlich nur verkaufen, ne? Nein, nein, raus, 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 raus. Welche Sorte Schmuggler hier wohl lebt? Schoko? Erdbeere? Pistazie? Was? Das ist jetzt, sollte witzig sein, oder? Ach, okay, Sams Humor teile ich nicht wirklich. Das war der Urahn. oh Gott, das ist nicht witzig. Das Feuerzeug ist, glaube ich, eine Menge wert. Das können wir alles verkaufen hier. Zack. Ja, mir geht's nicht gut. Ich muss mal gleich gucken, ob die hier einen Arzt haben. Kick-Tube ist das auch witzig. Ich glaube, jetzt haben wir alles hier, ne? Soweit. Da war sonst nichts weiter. Die hatte ich auch gerade gelootet, die da rumflogen. Die sind auch jetzt alle schon wieder weg, ne? Das ist so viel dazu. Da war ich drin. Ja, ich trage zu viel Last. Ach, warum kennt er mein Leben? Ich trage zu viel Last. Schmuggler verteidigen ihre Revier auf der Bittert. Also nicht fahrlässig werden, ja? Niemals. Geschützsteuerung. Na, großartig. Ja, brauchen wir nicht mal, weil die Geschütze alle hinüber sind. Da hätten wir die Geschütze ausstellen können. Ich muss zu einem Arzt. Mir geht's nicht gut. Hier waren wir noch nicht, ne? Aluminium, Kommstation, Metabolikum, Munition. Der Archideenhändler hatten wir, glaube ich, schon. Holzente. Na. Schlechte Leute, schlechte Witze. Hatten wir den ersten Teil schon? Ich weiß es gar nicht so genau. Shisha-Kanister. Aha, Drahtspule. Das ist, glaube ich, tatsächlich alles nur Müll. Aber Müll ist es auch nicht, es ist Loot. Ja. Waffenwerkbank. Nochmal ein Crackstick. Edle Gabel. Was? Kleiner Krug. Ja, rauchen sollte ich jetzt nicht mit meinem Lungenschaden, ne? Notizblock. Warte, hier ist noch Beschwerde für Homesteader. Okay. Die PCs funktionieren nicht. Da ist noch eine Red Lauben drauf. Okay, gut. Ich glaube, jetzt haben wir es aber. Ist wohl eine Schmugglerhöhle. Nest? Versteck? Egal, jedenfalls sind hier Schmuggler. Oh, diese unbedarfte nochmal Beurteilung, ne, der NPCs, großartig. Wir waren hier, wir haben das Nest ausgehoben. Ja, ich muss wohl ein Schmuggler... Hallo, Boostpack? Das muss wohl ein Schmugglernest sein.
Keine Ahnung, was das hier ist. Ach Mensch, Sam. Du hast ja ein schlimmeres Kurzzeitgedächtnis als ich. Oh, das war glaube ich, gut so, ne? Für mindestens 75% und dann müssen wir, genau, ja, ich bleibe mal ganz kurz stehen. Wir müssen mal im CO2 runterkriegen, sonst sind wir gleich richtig krank. Und dann suche ich in Aquila City mal ein, Prognose verbessert Lungenschaden. Das klingt nicht nach einer verbesserten Prognose. Ich muss mir ganz kurz ein bisschen Sauerstoff sammeln. Warte mal, trage ich eigentlich nicht... Wenn ich so gezeigt werde, dann trage ich hier alles. Aber ich trage es anscheinend hier auf dem Planeten nicht, ne? Nö. Warum trage ich meinen Helm gerade nicht? Das verstehe ich nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass ich den Helm jetzt trage und ich trage ihn nicht. Helm in Gebieten mit atembarer Luft anzeigen, mit Ausrüstung vergleichen, untersuchen, sortieren, Favorit ablegen. Hä? Helm in Gebieten mit atembarer Luft anzeigen? Der Helm müsste mich doch eigentlich schützen. Ich verstehe das nicht. Helm in Gebieten mit atembarer Luft verbergen? Also trage ich ihn. Er wurde nur verborgen. Warum habe ich denn trotzdem einen Schaden gekriegt? Also da steige ich nicht ganz durch. Ich weiß. Ich versuche nur auf meine... Ich versuche nur die Dings zu kriegen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Oh, das nervt. Also das Krankheitssystem... Finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd, aber ist jetzt auch nicht, es ist jetzt auch nicht Game Breaking, ist schon klar, ne? Also alles gut, aber es ist ein komisches. Sam? Ich guck mal, ob wir da irgendwie einen Arzt haben. Ich weiß nicht, warum er da jetzt steht. Was ist das da? Batenrädertierchen? Was? Gescannt. Einstellung friedlich. Ja, Sam, bring ihn her. Gute Idee. Ach, er lernt's nicht. Jetzt. Ach, Mann. Gut, dafür haben wir jetzt die Ashtar auch komplett gescannt. Muss ja auch mal immer sein Gutes haben, ne? Nicht wahr? Oh, ich liebe die Waffe. Ja, gut, diesen Granatwerfer, ne? Aber sie ist mega genial. Aber sie ist auch nicht sehr genau. Da schießt man dann mal eben versehentlich jemanden an, mit dem man sich eigentlich verbündet hat. Aber hör mal, so schlimm ist das auch nicht, ne? Und hey, wir haben gute Punkte bei Sam gesammelt. Böse Punkte hat es nicht gegeben und trotzdem haben wir eine Show erledigt. Das ist doch eigentlich, ist das doch prima. Ich würde sagen, für die, die jetzt hier trotzdem noch zugeguckt haben, ne, bis hierhin, ihr wisst schon, ne? Knickknack, ihr wisst Bescheid. Ich mache jetzt aber wirklich Feierabend, weil ich jetzt, also mit der Folge jetzt hier, weil es sind noch fast 600 Meter bis Aquila City. Ich werde mich mal eben heilen gehen. Ich versuche, einen Arzt da zu finden oder ein Mittel, das uns hilft gegen den Husten. Und dann denke ich mir mal, sehen wir uns vor der Loge wieder. Dann würde ich aber ganz gerne ein bisschen Nebenquests machen, die wir angenommen haben. Vielleicht in Atlantic City, ich weiß noch nicht so genau. Mal gucken. Vielleicht gucke ich mich auch hier auf dem Planeten noch ein bisschen um, aber das ist alles so Nebengeplänkel. Das würde ich sagen,
in der nächsten Folge werden wir uns schon irgendwo wiedersehen, ne? Macht's gut, ihr Lieben. Und jetzt aber wirklich. Jetzt schaltet ihr aber ab, ne? Das ist doch, das ist selbstredend, oder? Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Gebracht. Habe ich bei unserem letzten Planetenausflug gesehen. Gehört zum Service. Hey, ich finde eben einfach manchmal Sachen. Ich halte die Augen offen. Frag mich einfach ab und zu. Vielleicht finde ich mal wieder was. Was auch immer. Argon, du hast Argon, du hast mir Argon geschenkt und wäre nötig gewesen, ich wollte an die Sachen mit dir tauschen. Weg warst. Ja, das. Wenn ich was tragen soll, kein Problem. Trag bitte was für mich, weil da muss ich nicht so schleichen. Okay, pass auf. Inventar. Nimm mal ein paar von den Waffen. Oh. Preacher. Oh, die muss ich mir alle nochmal in Ruhe angucken. Dann trag andere Sachen für mich. Equinox. Die Rattler. Oh, das muss ich mir alles nochmal in Ruhe angucken. Dann musst du andere Sachen für mich tragen. Mit den Helmen bin ich mir da ganz, nicht ganz so sicher. Sonstiges. Schwere Sachen. Fernglas, Holzente. Das ist einfach nicht schwer genug. Was habe ich denn sonst noch dabei? Was so Ressourcen wahrscheinlich, ne? Nicht mehr außer Atem. Okay. Hallo. Das war's dann wohl. Ja, das war's dann wohl, genau. Jetzt kann ich wieder vernünftig laufen. Muss nicht immer alle Nase lang warten. Sollen wir sie wegen der Eschtar warnen? Da steht ein großes Warnschild. Wenn sie das Tor öffnen und rausgehen, geht das auf ihre Kappe. Das. Aber die wissen ja gar nicht, worauf sie sich da draußen einlassen. Das Tor ist offen. Habt ihr einen Arzt? Habt ihr hier irgendwo einen Arzt? Du bist nicht zufällig auf dem Weg ins Charybdis-System. Nein. Ich weiß noch nicht mal, wo das ist. Sprich mit dem Mädchen. Welchem Mädchen? Was? Sprich mit dem Mädchen. Will ich Notruf im Charybdis-System? Oh, okay. Laredo Firearms. Haben die geöffnet? Dann kommen erstmal die Waffen, die ich jetzt nicht haben will. Aquila ist eine der ältesten Städte der besiedelten Systeme. Mhm. Wir mussten mal wieder beim Schießstand Graffiti entfernen. Warum machen wir ihn nicht einfach dicht? Wird doch sowieso. Sam, gib mal eben nochmal die Waffen wieder her, die ich dir gerade gegeben habe. Ich kann ruhig noch was nehmen. Und dann gib mal. Die hat er selber, ne? Die und die. Und den Rest kannst du erstmal eben weitertragen. Da, von den Ressourcen werde ich auch nichts verkaufen. Ich möchte die anderen Sachen alle verkaufen.
Ich weiß aber nicht, ob ich die bei Firearms verkaufen kann. Ressourcen musst du da immer noch mal für mich tragen. Waffen hat er jetzt, die er hat. Ich hoffe, den Rest kann ich verkaufen. Hallo. Hi, Justin. Rede mit Miss Lance, wenn du etwas kaufen willst. Ein paar Bierflaschen und Spraydosen schulden wir ihnen. Hallo, Miss Lance. Wir müssen feststellen, dass wir hier alle möglichen guten Waffen haben. Sehr gut. Ich würde mir gerne ansehen, was du so hast. Ich will jetzt aber nichts kaufen. Ich will nur verkaufen. Nee, das ist alles Waffen verkaufen. Bin ich da jetzt richtig? Von der Coachman habe ich jetzt 7. Und ich will bitte 6 verkaufen. Bestätigen. So, dann sind die schon mal weg. Eine davon. Von der Tombstone kann ich 3 verkaufen. Ich muss mir die alle mal in Ruhe angucken. Und was rede ich denn eigentlich? Ich nehme doch gar nicht auf. Die anderen Sachen kann ich eh nicht verkaufen. Der Waffenhändler verkauft tatsächlich nur Waffen, so wie es sich gehört. Aber das ist schon mal ein Stückchen weiter.